Tja, Leute, heute ist uns was passiert, wo ich dachte, das wäre ein Test wert. Und zwar, meine Frau und ich, wir haben jeweils ein Handy mit der Tesla-App drauf, die letztendlich mit dem Fahrzeug verbunden ist. Was bedeutet, jeder für sich kann mit dem Handy das Auto aufmachen. Man braucht auch dazu nichts mehr, außer Bluetooth anzuhaben. Und was ist heute passiert? Meine Frau hat das Handy im Auto liegen lassen, aus Versehen. Ich habe meins mitgenommen und so wie ich es gewohnt bin, bin ich einfach vom Fahrzeug, habe mich entfernt und habe gedacht, das Auto wird sich dann schon schließen. Aber so war es nicht. Als ich zurückkam, war das Auto offen. Das Handy lag da drin. Das bedeutet, wenn man das tatsächlich vergisst, kann jeder Beliebige einfach einsteigen und wegfahren. Es wäre so, als würde das Auto noch offen sein und der Schlüssel sozusagen drin stecken. Und nun kommen wir zum Test. Angenommen, wir haben uns vom Auto entfernt. Ich habe mein Handy dabei, meine Frau nicht. Und dann würde uns einfallen, dass sie eben das Handy im Auto liegen gelassen hat. Ich hätte ja die Möglichkeit, mit meinem Handy das Auto zu schließen. Aber ihr Handy ist nach wie vor im Auto drin. Mein Test wäre jetzt, ich stelle diese Situation jetzt mit beiden Handys. Ich habe jetzt das Handy von meiner Frau mal mitgenommen. Und probiere es aus, ob ich mit dem Handy meiner Frau im Auto drin, während ich das Auto remote, also übers Internet abschließe, ob ich dann einfach das Auto öffnen kann. Let's go. Bluetooth ist bei ihr an. Das Handy lassen wir hier. Nehme mein Handy mit und gehe weg. Selbstverständlich kommt jetzt der Zug. So, normalerweise wäre das Auto schon längst geschlossen. Aber da jetzt das Handy meiner Frau jetzt da drin liegt, ist es natürlich offen. Lass uns das mal kurz kontrollieren. Und zwar in der App. Et voilà, man sieht es an dem Symbol hier links, dass das Auto noch offen ist. Und was ich machen kann, ist das Auto jetzt schließen. Und der Test geht folgendermaßen weiter. Ich aktiviere auf meinem Handy Flugmodus und deaktiviere Bluetooth. Das heißt, naja, meine Uhr meldet sich gerade und sagt, Handyschlüssel bei aktiviertem Bluetooth verwenden. Das bedeutet, ich kann mit diesem Handy jetzt das Auto nicht öffnen. Das heißt, ich gehe jetzt nun hin und versuche einfach an... Das heißt, ich gehe jetzt einfach hin zum Auto und ziehe an der Tür. Das Handy meiner Frau mit aktiviertem Bluetooth liegt ja dort drin. Let's go. Selbstverständlich geht's auf. Und ich will wetten, dass wenn ich jetzt auf die Bremse drücke, da das Handy meiner Frau hier liegt, nützt euch also auch nicht, das Auto remote abzuschließen. Außer keiner traut sich an der Tür zu ziehen, aber das Auto ist offen. So, ich drücke auf die Bremse und selbstverständlich Profil meiner Frau wird aktiviert. Und ich habe jetzt extrem wenig Platz hier im Auto. Tesla weiß nicht, ob das Handy nun außerhalb oder innerhalb des Autos befindet. Ist das Handy mit dem Handyschlüssel irgendwie in der Nähe des Autos, könnt ihr einfach an der Tür ziehen und das Auto geht auf und ich kann sogar fahren. Aber mit dem Profil meiner Frau ist es sehr unbequem. Als Fazit also, vergessener Handyschlüssel auf dem Handy im Auto ist genauso schlimm wie vergessener Schlüssel im Auto. Das heißt, vergisst niemals den Schlüssel im Auto. Denn selbst wenn ihr von außerhalb über Internet das Auto schließt, macht das überhaupt nichts. Das Auto kann einfach mit einer bloßen Hand von außen geöffnet werden und man kann sogar damit wegfahren. That's it. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wenn das hilfreich war, drückt bitte den Gefällt mir-Button, abonnieren, Glocke, alles drumherum gerne auch. Und sonst bleibt gesund, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.